Hallo Leute, bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass über 90%, die meine Videos schauen, keine Abonnenten sind. Wenn euch die Videos gefallen, abonniert mich und aktiviert die Glocke bitte, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt ab mit dem Video. Ich weiß nicht, da liegt noch so einiges im Keller. In welchem Keller? Hier drin. Manchmal fällt es mir schwer zu atmen. Dann habe ich das Gefühl, ein Dämon sitzt in mir. Ist schon okay, Rocco. Bitte, es ist alles gut. Das ist wirklich. Ich wusste nicht, dass es so schwer sein würde. So war das nicht geplant, Pauli, du weißt es. Etwas darfst du niemals vergessen. Du darfst niemals von der Welt da draußen Hilfe erwarten. Vergiss das nicht. Du musst immer das tun, was für dich am besten ist. Das ist das Wichtigste. Hörst du? Er ist zu beeindruckenden Leistungen fähig. Aber ich kann für Naruto nichts Tolles tun. Es ist unwichtig, ob eine Leistung groß oder klein ist. Viel wichtiger ist, dass man das, was man tut, mit ganzem Herzen tut. Es war mir egal, ob er gut aussieht. Wir haben viel gelacht und ich liebte seine Gesellschaft. Wissen Sie, wie man erkennt, ob man zusammenpasst? Wie? Es ist einfach. Sie sitzen da und reden miteinander. Mit manchen Menschen klingt es dann so, als wollten sie klassische Musik hören. Nur mit Radio ohne Antenne. Sie können den Sender so oft verstellen, wie sie wollen. Sie hören nur hässliche Störgeräusche. Aber wenn sie wirklich mit jemandem zusammenpassen, wenn es der richtige Partner ist, sitzen sie da und unterhalten sich. Und eine Beethoven-Sonate fängt an zu spielen. Ich wollte immer, dass wir mehr sind als nur Freunde. Oh, na also dann, wenn wir uns alles gestehen. Ich kenne einen sehr netten Jungen. Wirklich? Wen? Dich. Du bist echt toll, Maya, und du verdienst das Beste. Und ich weiß, dass ich das habe. Es stimmt, dass ich mich mit einigen Mädchen getroffen habe, aber ich weiß nicht mal mehr, wie viele es waren. Wieso? Hast du, als es dreistellig wurde, den Überblick verloren? Nein. Ich habe alle anderen vergessen, als ich dich getroffen habe. Machst du mit mir Schluss? Nein, wir können doch trotzdem Freunde bleiben. Mich nicht anzufassen. Ich glaub's nicht, da habe ich die besten 3 Monate meines Lebens mit dir vergeudet. Baby, sag doch nicht sowas. Ich bin jetzt nicht mehr dein Baby. Es tut mir so leid. Wenn deine Beziehung so viel Ärger macht, wieso trennst du dich dann nicht? So wie es aussieht, wird sie doch nie funktionieren. Wenn du jemanden liebst, dann lohnt es sich, um ihn zu kämpfen, egal wie schlecht die Chancen stehen. Willst du wissen, wovor ich Angst habe? Ich habe vor allem Angst. Angst, mich zu bewegen. Angst vorm Atmen. Angst davor, dich anzufassen. Ich darf dich nicht verlieren. Ich würde es nicht überleben. Und du bist daran schuld. Du bist schuld, dass ich dich liebe, dass ich dich an mich rangelassen habe und dann bist du gestorben. So bleibt man am Leben. Wenn es so weh tut, dass man keine Luft mehr bekommt, lernt man zu überleben. Eins würde ich gerne wissen. Liebst du ihn? Bitte versuch niemals zu vergessen, was ich jetzt sage. Du bist der eine, Noah. Das war schon immer so.
das Ihr Ernst? Ein Freund ist jemand, für den man alles tun würde. Läuft ihm deine coolsten Sachen, wie Comics und Sammelbilder. Und er hält immer, was er versprochen hat. Vor allem, wenn man darauf spuckt. Spuckt? Mit Spucke schwören heißt, dass man sein Wort hält. Es ist ein Pakt. Das ist super wichtig, weil Freunde, die sagen sich alles. Auch Dinge, von denen Eltern nichts wissen. Konsequenzen zu leben ist toll, aber dann habe ich mich gefragt, wofür lebe ich? Was erschaffe ich, wenn ich immer nur zurückblicke und niemals nach vorn? Dann war es mir klar, wir sind, wer wir sind, wegen der Konsequenzen. Ohne Konsequenzen lebt man nicht richtig. Verstehst du, was ich meine?